Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich muss an dieser Stelle eingestehen, ich habe heute vor, das Let's Play ein bisschen in meine Daily-Morgen-Routine zu integrieren. Ist das jetzt überhaupt die richtige Richtung, in die ich mich begebe? Wir müssen ja eigentlich zur Hauspunkteauswertung. Hast du Lust auf einen Handel? Ich glaube, ich laufe jetzt gerade falsch. Ach nee, gut. Fein. Das heißt, ich bin gerade erst vor kurzem aufgestanden und ich habe heute noch einen ganz, ganz vollen Zeitplan. Ich muss nämlich noch ganz viel lernen und ich muss unbedingt noch das Let's Rutsch von Kronk gucken. Hallo, können wir gleich drüber reden. Zusammen. Es ist wieder mal Zeit für eine Hauspunkteauswertung. Mal sehen, welches Haus diese Woche in Führung ist. Sieht ganz so aus, als sei Gryffindor in Führung. Du darfst nun den Belohnungsraum besuchen, Harry. Wir haben aber gar nicht so viel Vorsprung zu Slytherin, ne? Also man merkt, dass ich nur 8 Sterne hatte in der letzten Herausforderung. Oh, scheiße. Ich wollte diesmal so rumlaufen, ne? Genau. Oh Gott. Das. Ah, jetzt kann ich den ja verwenden. Das ist gut. Mit Schleime. Geh mal dahin. Das ist ja langweilig. Und ich bin natürlich wieder falsch gelaufen. Das war ja sowas von klar. Okay. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen langweilig, dass der Raum, der dahinter ist, eigentlich dasselbe in grün ist. Man sagt dasselbe in grün, oder? Nicht dasselbe in blau. Nö, dasselbe in grün. Aber das passt schon. Und deshalb auch nicht wundern, wenn sich meine Stimme ein bisschen anders anhört. Die ist wahrscheinlich noch ein bisschen verschlafen. Deshalb nicht wundern, ich bin nicht Melinas komische Zwillingsschwester oder so. Melina ist nämlich leider, leider Gottes Einzelkind. Mhm. Leute, bitte hasst mich nicht. Ich bin kein schlechter Mensch. Auch wenn das immer, immer wieder von der Gesellschaft so gesagt wird, dass Einzelkinder die Reinkarnation Satans wären. Aber weiß nicht, ich würde das jetzt auf mich nicht so sehr übertragen. Ich glaube, es kommt immer auf das Kind an. Und go. Okay. Ja, Harry, ich möchte mir den Ort des Verbrechens einmal genauer ansehen. Normalerweise bewacht Filch immer den Gang, in dem seine Katze versteinert wurde. Aber im Moment ist er nicht da. Das ist unsere Chance. Glaubt ihr wirklich, dass es eine Kammer des Schreckens gibt? Ich glaube die Geschichte, die Flitwick uns erzählt hat, auch wenn er selber daran zweifelt. Dumbledore konnte Mrs. Norris nielen. Und deshalb denke ich, Neil? Was immer sie angegriffen hat, ist vielleicht nicht menschlich. Okay. Nun sind wir also am Ort des Verbrechens. Es kann nicht schaden, wenn wir uns ein wenig umsehen, wo wir schon mal hier sind. Und Filch nicht in der Nähe ist. Erinnerst du dich an all das Wasser auf dem Gang? Wo kam das bloß her? Von da drin. Lasst uns nachsehen. Ich kann da nicht rein. Das ist ein Mädchenklo. Ach Ron, da wird niemand drin sein. Da lebt die Maul. Myrte. Myrte. Irgendjemand von euch hat gesagt, dass er Myrte vermisst. Also, die Zeit ist vorbei. Weil sie ständig Anfälle hat und alles unter Wasser setzt. Anfälle. Ich wünschte, die Leute würden endlich aufhören, oh mein Gott. Über mich zu reden. Oh mein Gott. Wer könnte dann der Erbe Slytherins sein? Wer möchte alle Nichtmagier aus Hogwarts vertreiben? Draco Malfoy. Du hast doch gehört, dass er Hermine Schlammblut genannt hat. Aber wie können wir es beweisen? Wir müssen in den Gemeinschaftsraum der Slytherin gelangen und Malfoy ein paar Fragen stellen, ohne dass er merkt, dass wir es sind. Aber das ist unmöglich. Alles, was zur Hölle war das? Zaubertrank. Was war das? Wandelt einen in jemand anderen. Harry könnte sich in einen Slytherin verwandeln. Niemand würde merken, dass es in Wirklichkeit Harry ist. Zwei der Zutaten sind ein wenig schwierig zu beschaffen. Gemahlenes Horn eines Zweihorns und kleingeschnittene Haut einer Baumschlange. Harry, du musst mir welches besorgen. Hast du eine Ahnung, wo ich die Zutaten finden kann? Snape hat Zweihornhorn in seiner Vorratskammer. Mit der kleingeschnittenen Baumschlangenhaut bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich muss in die Bibliothek, um das zu überprüfen. Na super. Gänge voll Glibber. Das wird sicher angenehm. Mann,
meine Gedanken zu dieser Passage im Buch, also dass die Jungens und Mädels hier davon ausgingen, dass Draco Malfoy der Angreifer wäre und der Erbe Slytherins, da habe ich dann wieder gemerkt, dass es halt doch noch zu diesem Zeitpunkt zumindest ein absolutes Kinderbuch ist, weil halt eigentlich absolut klar ist, dass es Malfoy nicht sein kann, weil er einfach nur ein kleiner Pisser ist, Entschuldigung, ist so. Und diese Angriffe halt schon wirklich enorm stark sind. Und wie sollte Malfoy bitte die Kraft haben? Okay. Hä? Ah, das ist dieser Zauber, der Dinge zerschneidet. Deshalb kann ich da noch nichts machen. Okay. Und selbst wenn die davon ausgehen, dass Malfoy dieses Monster steuert, ich finde das alles ein bisschen unrealistisch. Aber es sind Kids, also dürfen sie das noch glauben, das passt schon. Okay. Und genau, ich wollte noch kurz was zum Let's Rutsch sagen. Ich habe mir die alten Let's Rutschs von... Das ist ein richtiger Zungenbrecher fast schon. Von Gronkh angeguckt und ich dachte mir zuerst, Alter, wie kann man sich das antun, dass jemand so lange einfach nur labert. Und ja, nachdem ich dann Gronkh besser kennengelernt habe, war es für mich dann offensichtlich, dass und wie sowas funktioniert. Und ich freue mich richtig, richtig arg drauf. Also das wird, glaube ich, für mich wieder sehr emotional und fast schon meditativ. Inspirierend alles. Also ich nehme mir dann eine ruhige Minute oder eher halt ruhige Stunden, wenn ich mir die Länge davon anschaue. Und gönn mir das und ich glaube, dann wird sich wieder eine gewisse Wärme in meinem Herzen breit machen und ich freue mich und danke ihm wieder, dass er das geteilt hat mit der Community. Es klingt immer so ein bisschen freakig, finde ich, auch wenn dann diese ganzen Kommentare kommen wie Gronkh, hör bitte niemals auf, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde, du hilfst mir in den dunkelsten Stunden, die man ja wirklich enorm, enorm häufig unter den Videos antrifft. Ich finde das schon ein bisschen beängstigend, muss ich ehrlich sagen, was so eine virtuelle Person alles für einen bedeuten und machen kann. Ich bewerte das nicht nur positiv, das habe ich auch schon mal gesagt, aber... Ach, hi Snape. Alter. Treibst du dich schon wieder in den Kerkern rum? Sicher hast du dich wieder mal hoffnungslos verlaufen. Ich darf hier aber sein, ne? Ja, also es kommt immer darauf an, wie sehr man das auslebt. Wenn man sich halt wirklich nur noch von dieser virtuellen Person abhängig macht, dann überschreitet es halt klar eine Grenze. Und wenn man sie als Inspiration nutzt und als Hilfe und so, dann ist es, glaube ich, einfach nur gut. Ich meine, so wie manche anderen Menschen ihren Therapeuten nutzen, so haben halt manche den Gronkh. Und das funktioniert. Und ich laufe jetzt falsch. Manu! Durch den mit Ektoplasma beschmierten Gang. Ja, ich habe doch ein paar Sachen mit Ektoplasma weggemacht. Ja, danke schön, Harry. Also das geht nicht. Da brauchen wir Elasto und Elasto haben wir noch nicht. Und Snape beobachtet uns die ganze Zeit. Da sind wir rechts und links auch gelaufen. Das ging nicht. Die Ritter haben wir bereits anflipendot. Sollen wir das nochmal probieren vielleicht? Hä? Und was mich auch sehr gefreut hat, irgendeiner von euch hat geschrieben, ich glaube, ich laufe jetzt wieder in dieselbe falsche Richtung, ja, dass er sich jetzt das Spiel nochmal gekauft hat. Oder dass sie sich das Spiel nochmal gekauft hat. Und das hat mich dann richtig gefreut, dass ich jemanden dazu animieren konnte. Und ich hoffe, dass du ganz, 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 ganz viel Spaß damit hast. Auch wenn du vielleicht jetzt das Let's Play nicht mehr guckst. Aber ja. Es geht mir hauptsächlich darum, dass ich euch... Das klingt jetzt wieder komisch, aber was Gutes tun kann. Und euch irgendwie angenehm die Zeit vertreiben kann. Und das habe ich damit ja dann indirekt auch getan. Von daher... kommen da keine Feuerkrabben? Das sieht so nach einer Falle aus hier. Hm. Okay. Nö. Scheinbar nicht. Da. Das ist komisch.
hier geht dieser Zauber auf diese enorme Distanz wieder und in anderen Levels, sage ich jetzt mal, funktioniert das nicht. Da ist es dann zu weit. Spieleentwickler, was habt ihr euch da gedacht? Hm. Da unten. Da unten ging es weiter. Und warum? Ach so, das geht nur einmal. Nee, das geht die ganze Zeit hoch und runter. Okay, und woher soll ich jetzt wissen, wo ich zuerst hin soll? Na gut. Also, hey, wir haben den richtigen Gang gewählt. Ich ging davon aus, dass wir jetzt zuerst in den... Na super, das hat sich jetzt übelst gelohnt. Dass wir jetzt zuerst mal wieder in den falschen Gang laufen und dann den ganzen Weg wieder umkehren müssen. Aber nö, hat funktioniert. Komm schon. Yes. Okay. Da müsste ich mich jetzt theoretisch, glaube ich, beeilen. Mache ich aber nicht. Ho. Come on. So, und jetzt ganz nach unten. Ah, that was close. Aber ging schon. Wir können auch einfach... Oh, scheiße, Doxy. Ah, Alter, ich bin gerade einfach mal gestorben fast. Okay, so knapp war es nicht, aber... mehr als mir lieb war. Und dafür, dass es ein kleines Wesen war, was einfach 10% meiner Körpergröße hat, war das jetzt schon ordentlich, was ich da an Damage genommen habe. Ist das Wasser auch alles dieses in Schleimgeklibber? Schaut ein bisschen so aus, ne? Das Ektoplasma. Ich soll es ja nicht Geklibber nennen. Oh! Das da schaut cool aus. Und das habe ich auch noch nie so gesehen. Also das war jetzt... sieht richtig innovativ aus. Nicht wie die immer selben Gemälde und die immer selben Wasserspeier da. Rictusempra. Ich weiß gar nicht, warum man das immer mitschreien muss. Das hat so Ohrwurm-Charakter. Ich weiß es nicht. Ah, und was ich euch auch noch fragen wollte, ich hatte es nämlich letztens mit einer Freundin über die letzte Tribute von Panem-Verfilmung. Ich hoffe, ihr werdet mich jetzt nicht steinigen, denn viele sagen ja, was ist das? Das ist voll der Teenie-Film, bist du doof? Aber ich muss jetzt mal ehrlich sagen, fast jeder, der den letzten Film gesehen hat, der muss zugeben, das war kein beschissener Teenie-Film, das war ein Kriegsfilm und das sogar auf eine ziemlich, ziemlich diepe Art und Weise. Denn ich fand das unheimlich interessant. Alter, wie kriege ich die Viecher da raus? Muss ich jetzt echt warten, bis die da rausgelaufen kommen? Von alleine und dann erst anzaubern oder was? Ach, ist das kacke. Ja, okay, ich muss es echt so machen. Okay. Weil ich mag Filme, die nicht nur gut und böse sind. Also generell, wenn die Charaktere etwas vielschichtiger sind und wenn halt aufgezeigt wird, dass eben es gibt nicht nur gute und böse Menschen, sondern jeder Mensch ist irgendwie gut und gleichzeitig böse und jeder böse Mensch hat auch irgendwie gute Seiten. Und das kam halt unheimlich gut raus, finde ich. Kann man sich da selber einsperren? Scheiße, ich dachte gerade, ich bin festgebackt. Und was halt auch super gut rauskam, war diese Manipulation von den Medien und diese Kriegspropaganda, die da betrieben wird, und zwar auf beiden Seiten. Dass es in einem Krieg einfach kein Gut, auch wieder kein Gut und Böse gibt und nicht die richtige Seite, sondern dass jeder Mensch im Angesicht des Krieges eigentlich zu einer Art Monster wird und im Laufe des Krieges dann dazu neigt, genau diese Verhaltensweisen, die er an seinem Gegenüber kritisiert, selbst an den Tag zu legen. Wisst ihr, was ich meine? Und, ich fand den Film so unglaublich gut, der hat mich so berührt. Ich saß da wirklich teilweise, auch bei dieser Sequenz, wo dann diese Bomben
abgeworfen wurde, nachdem sich die ganzen Menschen des Kapitols um das Schloss von Snow versammelt hatten, als diese Bomben runterkamen und ich wusste so, das sind nicht die Bomben des Kapitols. Und, oh Gott, das hat mich so getroffen, weil ich einfach weiß und davon überzeugt bin, dass auch unsere Kriege heutzutage genau so ablaufen. Hä? Ich check wieder nicht, was ich machen soll. Ah, Lumos. Ich habe gerade übelst verkackt. Ja, scheiße. Wo gehe ich jetzt hin? Oder kann ich da noch drauf? Ja, okay, gut. Ja, und dadurch wurden halt einfach mal wieder die Abgründe der Menschheit aufgezeigt und ach, sowas belastet mich halt immer. Aber wirklich toll. Also das ist meiner Meinung nach ein unterhaltsamer Film, der aber fast schon gezeigt werden sollte, einfach damit die Leute mal etwas mehr hinterfragen. Weil, ja, Dokumentation und all dieses, das schauen sich die Leute ja oftmals nicht so gerne an. Ach, jetzt ging es einfach so. Das heißt, ich bin wieder total unsinnig zurückgelaufen. Mein Hähnchen halt. I'm sorry. Ich laber auch wieder viel zu viel und vor allem viel zu anspruchsvolles, um mich großartig aufs Spiel zu konzentrieren. Ich sollte das vielleicht mal unterlassen. Aber ich will ja in den Harry Potter Spielen auch immer so ein bisschen was, ja, was transportieren und was erzählen. Und es tut mir jetzt leid für alle Leute, die die Filme nicht mögen und sagen, das ist Bullshit und so. Ich hoffe, ihr habt dann jetzt einfach weggehört die ganze Zeit und habt hier das Spiel einfach betrachtet. Komm schon. Ist ein bisschen ungewohnt, dass es hier gar keine Sterne einzusammeln gibt, weil aufgebaut ist es an sich 1:1 wie eine Aufgabe. Also ihr wisst schon, was ich meine. So eine Schulstunde halt. Ach, da ist wieder Dingensen. Und wo sind hier die Gnome, bitte? Ach, die kommen da raus jetzt wahrscheinlich. Nö. Weil hier ist ja so ein Gnomenloch, wo man die reinschmeißen kann. Oder soll, oder darf, oder will. Eine Karte. Ich guck mal kurz, wie viele Karten wir haben inzwischen. Oh Gott, gar nicht viel einfach. Ich dachte, ja komm, wir haben schon die Hälfte aller Sammelkarten. Nö, du, eigentlich ja nicht. Bitte, so geil. Da bist du ja, mein Kollege. So. Dich schmeißen wir jetzt erstmal. Scheiße. Das war nix. Der war besser. Und hier können wir wieder zaubern und können uns eine Treppe bauen. Bauen jetzt mal im erweiterten Sinne. Und die ganzen Spinnen. Folgt den Spinnen! Hab ich die jetzt kaputt getreten, ne? Wenn ich da drauf laufe, dann macht es so ein mega ekelhaftes Geräusch. Was kann ich mit da. Oh, scheiße. Was zur Hölle? Was habe ich getan? Ich will dich doch nur tragen. Lass mich doch. Oh Mann, oh. Alter, jetzt. Dankeschön. Okay, gut. Ich wollte mal eine Studie dazu durchführen, dass die Schlafzyklen und der Nachtrhythmus von Menschen, die viel Zeit am Computer oder auf YouTube oder mit Spielen verbringen, vor allem nachtaktiv ist. Deshalb frage ich euch jetzt einfach mal, ist das bei euch auch so? Seid ihr enorm nachtaktive Menschen, Nachteulen? Oder habe ich tatsächlich auch Zuschauer, die einen normalen, humanen Schlafrhythmus haben, der eigentlich immer sagt, dass sie spätestens um 12 abends ins Bett gehen und morgens um 8 aufstehen? Also klar, ich meine, wer das jetzt für die Arbeit muss, das ist nochmal ein anderer Fall. Aber wer das jetzt auch wirklich in seiner Freizeit macht und sagt, nee, er steht gerne morgens früh auf. Oh, fuck. Oh Gott, jetzt bin ich wieder erschrocken. Ich hasse den Arsch. Echt hier.
Das wird mich richtig, richtig interessieren. Weil ich glaube, dass das kein Zufall ist. Ich glaube, dass das auch damit... Oh Gott. Oh Gott, bei sowas bin ich ganz schlecht. Scheiße. Okay, ich muss mir nochmal anschauen. Ich weiß ja nicht mal, wo ich rauskomme, verdammt. Muss ich zu dem Roten? Das Runde muss ins Eckige. Nee, natürlich nicht. Okay, ich glaube, ich springe jetzt mal kurz runter und gucke mir das aus der Nähe an. Was? Ernsthaft jetzt? Oh, okay, war vielleicht echt ein bisschen hoch. Tut mir leid. Das war jetzt nicht so mega intelligent. Nervig. Aber wir sind nicht so weit hinten gelandet. Also Safe State mäßig. Es geht noch. Genau. Und zwar wurde... Naja, gesagt wurde es mir eigentlich nicht. Aber ich habe in Erfahrung gebracht, dass das eventuell auch einfach mit dem Licht, den Lichtverhältnissen zusammenliegt, die halt einfach bei Menschen bestehen, die vor dem Schlafengehen viel am Computer rumhängen. Einfach weil diese Lichtwellen, die ausgesendet werden, eine Farbe haben, die halt eigentlich eher für Tag sprechen. Und somit wird unser Gehirn einfach nicht müde. Das heißt, wir würden viel, viel, viel früher müde werden, wenn wir vor dem Schlafengehen zum Beispiel ein Buch lesen. Also nein, das liegt nicht nur daran, dass Lesen anstrengend und langweilig und öde ist, sondern einfach, dass die Lichtverhältnisse ganz anders sind und somit andere Hormone anregen in unserem Gehirn. Ja. Es gibt auch ein paar Programme für den PC. Ich denke, das wissen auch viele von euch. Flux zum Beispiel heißt eins. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Nein, Melina, du springst nicht wieder runter, sonst hassen dich deine Leute. Und du dich auch. Genau, und dieses Flux simuliert quasi den Tag-Nacht-Rhythmus, was die Lichtverhältnisse angeht. Und passt halt eben die Monitorhelligkeit, aber auch die Farbe an. Also das ist dann so gelblich oder rötlich oder bläulich. Und das soll dann früher müde machen. Ob das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber ja, wollte ich euch jetzt einfach mal noch erzählen. Weil das ist mir halt auch aufgefallen und deshalb habe ich das abgeschafft für mich, weil ich halt enorme Einschlafprobleme bekommen habe. Und genau, deshalb habe ich das abgeschafft, dass ich bis nachts spät noch vorm Computer hocke. Außer ich sag mir jetzt halt echt mal, okay, heute kannst du von mir aus bis morgens um 4 machen. Kümmert mich nicht. Aber allgemein will ich ja schon eher einen gesunden Schlafrhythmus. Ich weiß halt echt nicht, ob wir jetzt nach da zum Roten müssen oder da nach rechts. Ich glaube eher nach rechts. Und das geht so nicht. Das geht, oder? Ja, das geht, glaube ich. Dann können wir links rüberspringen. Links ist frei. Genau, und dann kommen wir, glaube ich, sogar zu beiden Türen durch. Also rot und die große. Ja. Ja, es ist halt trotz allem ein Harry Potter-Spiel, ne? Ist nicht allzu schwierig. Hab ja lang genug jetzt dafür gebraucht. Ah, und mir fällt auf, wir können gerade mal einen Cut machen. Ich habe wie immer überzogen. Und da wir keine Aufgabe mit Sternen spielen, ist das jetzt auch nicht wichtig, dass ich hier perfekt abschneide. Also, liebe Leute, wir sehen uns gleich zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zur nächsten Folge auch noch eine schöne Zeit, muss ich ja sagen, gehört dazu. Und ciao, ciao, macht's gut.